Liebe Studierende, herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung Elements of Data Science and Artificial Intelligence. Heute geht es um Datenbanken. Nachdem wir zwei Vorlesungstermine Python gemacht haben, werden wir heute und die nächsten Vorlesungstermine ein bisschen in Datenbanken reingucken. Wir sind ja schon ein paar Mal auf das Thema gestoßen. Und auch heute werden wir ein bisschen Python machen. Für Fragen, Rückfragen benutzen Sie heute bitte Discord, den Textkanal Lecture. Da können Sie Fragen stellen, da werde ich regelmäßig reingucken. Frag jetzt funktioniert gerade nicht, die haben den Server gewechselt. Gab es technische Probleme, sind ein paar Bugs drauf leider. Deswegen bitte nur Discord benutzen für Interaktionen. Ja, Datenbanken, das haben wir schon mehrfach gehört. Und zwar insbesondere in diesem Foliensatz, Einführung in Data Science. Da haben wir über diese Datenanalysephase gesprochen, in diesem Phasenmodell. Und da habe ich gesagt, da gibt es verschiedene Forschungsgebiete, Data Mining, Information Retrieval, aber auch Databases. Ja, großes Forschungsgebiet, schon sehr alt, 50er, 60er Jahre entstanden. Und ich habe gesagt, Datenbanken sind auch toll, um Daten zu integrieren und zu kombinieren. Also Sie haben verschiedene Datenquellen, wollen die irgendwie zusammenfügen. Wie mache ich das? Kann ich händisch machen mit Python, aber das geht so viel geschickter mit Datenbanktechnologie. Ja, und natürlich habe ich auch noch so plakative Aussagen gebracht, wie ich das gerne immer mache. Datenbanken sind großartig für alle möglichen Sachen. Ja, und wir waren im Grunde in dem Prozessmodell hier an dieser Stelle. Ne? Integrieren und kombinieren von Daten. Aber die Datenbank-Story ist hier ein bisschen größer und deswegen ist sie hier auch schon auf der rechten Seite so ein bisschen größer hingemalt. Denn wir gucken jetzt ein bisschen weiter. Wir gucken hier hin. Also wir gucken jetzt auf dieses Bauen von Modellen, Bildmodels und was das mit Datenbanktechnologie zu tun hat. Das werden wir im Folgenden machen. Also nicht mehr nur hier dieser kleine Schritt hier, sondern so mehr dieses Große und Ganze. Und schon ein bisschen als Vorgriff zur Einordnung, weil wir werden auch bald im Machine Learning anfangen. Im Machine Learning werden diese Phasenmodelle unterschiedlich verstanden. Ne? Also wenn ein Machine Learner von Modell redet, meint er was ganz anderes. Ja, der meint ein Modell, was bestimmte Vorhersagen macht, ja, wie eine Wettervorhersage oder, weiß ich nicht, den Aktienkurs vorhersagen. Wenn ich von Modell rede, wenn man in Datenbanken von Modell redet, meint man was anderes. Das ist ein sogenanntes Datenmodell. Und da werden wir heute ein bisschen drauf gucken. Das heißt, dieses Prozessmodell, das müssen Sie sich merken und an dieser Stelle verstehen, das wird von unterschiedlichen Leuten, unterschiedlichen Fachgebieten ganz unterschiedlich interpretiert. Also wenn die High-Level-Idee, das Große und Ganze, die Idee hier ist, ich analysiere, ich lasse hier was weg, ich identifiziere wichtige Attribute, dann ist das eine sehr ähnliche Idee im Machine Learning, wie aber auch in der Datenbankwelt. Wobei wir noch ein paar andere Sachen machen, im Sinne, wir identifizieren auch sogenannte Entitäten. Entität ist ein Objekt aus der realen Welt, ja, ein Mensch, ein Auto, ein Baum und so weiter und so fort. Wenn die Machine Learner sagen, und das werden Sie dann später sehen, sie designen ein Modell, sie entwerfen ein Modell, dann werfen die schnell mit Begriffen um sich wie: Ja, das ist ein Neural Network, das ist ein CNN, das ist ein Tree Classifier, das Reinforcement Learning, was auch immer. Wenn ich sage, wir entwerfen ein Modell, dann meine ich ein Datenmodell mit bestimmten Techniken, die dahinter stehen. Und wir gucken da mal nur ganz, ganz bisschen rein. Es gibt da noch später im vierten Semester eine extra Vorlesung zu. Wenn im Prozessmodell steht, wir trainieren und reichern ein Modell an, dann meint ein Machine Learner, ja, da werden irgendwelche Gewichte gelernt und angepasst. Oder irgendwelche Hyperparameter, das sind Parameter des Modells, werden angepasst. Das ist in der Datenbankwelt anders. Hier geht es um das sogenannte relationale Modell. Da geht es um eine Anfragesprache, die heißt SQL. Und mit der kann man auch ein sogenanntes Datenbankschema definieren. Und schlussendlich, wenn ein Machine Learner sagt, ja, da wird irgendwie Wissen abgeleitet. Ja, ich kann irgendwie was lernen durch meine Modelle. Dann heißt das beim Machine Learning typischerweise, da wird irgendwas vorhergesagt. Ja, ich sage vorher, was passieren wird mit so einem gelernten Modell. Und das ist auch in der Datenbankwelt etwas anders. Wir sagen nicht unbedingt etwas vorher, aber wir analysieren die Daten, die in diesem Datenmodell sitzen, mithilfe einer bestimmten Anfragesprache. Ja. Gucken Sie später nochmal auf die Folie zurück, wenn Sie Machine Learning gemacht haben, dann sehen Sie diesen Vergleich und diese verschiedenen Welten. Das hilft Ihnen nochmal zur Einordnung. Ja. Wahrscheinlich diese Spalte ist noch nicht ganz klar, weil Sie halt, ich
gehe davon aus, Sie haben noch kein Machine Learning gemacht, aber wenn Sie es dann gelernt haben, so ein bisschen im Dezember, gehen Sie nochmal zurück auf diese Folie und das hilft Ihnen nochmal bei der Einordnung, dass wir das ganz unterschiedlich interpretieren. Ja, die Folie ist so ein bisschen fortgeschritten, deswegen habe ich hier oben so ein Smiley hingepappt. Ich glaube, das lassen wir mal weg. Das ist auch was, nochmal, wenn Sie Machine Learning gemacht haben, gehen Sie nochmal auf die Folie zurück. Aber wichtig ist jetzt schon vielleicht dieser letzte Teil, was die Ergebnisse angeht in diesen verschiedenen Welten, Machine Learning versus Datenbanken. Weil Machine Learning ist typischerweise so, dass man etwas lernt und auch generalisiert. Ja, wenn ich einmal gesehen habe, dass ich, wenn ich über die Straße gehe, besser vorher nach links und rechts gucke, weil es sonst gefährlich werden kann, dann kann ich generalisieren. Ja, wenn ich das einmal gelernt habe mit einem roten und einem weißen und einem blauen Auto, dann weiß ich, dass das gleiche Problem auch beim grünen Auto existiert. Ja, oder auch bei lila und goldenen Autos. Das hat nichts mit der Farbe zu tun. Das ist eine Form von Abstraktion und Generalisierung, die ich im Machine Learning habe. Und das habe ich so in Datenbanken nicht. Ja. Also diese Generalisierung findet in der Datenbankwelt nicht so statt. Das sind immer präzise Anfragen. Ich kriege exakt, um beim Autobeispiel zu bleiben, angezeigt, bei welchen Autos ich schon über die Straße gegangen bin und welche Farbe die gehabt haben. Ja, das ist keine Generalisierung im Sinne, das hat irgendwie was mit den Autos zu tun. Also letztendlich habe ich bei Machine Learning immer so eine approximative Natur. Ja, das ist nicht so 100% korrekt. Ja, da ist immer eine Fehlermarge, da ist wir nennen das dann Konfidenzintervall oft dabei, so eine gewisse Unsicherheit mit dem Ergebnis. Und es ist auch wichtig, da hinzugucken. Ja, wie kommt diese Unsicherheit zustande? Kann ich diesem Ergebnis überhaupt trauen? Versus bei einer Datenbank habe ich das präzise Ergebnis. Das wird exakt dann ausgerechnet. Da gibt es diese Unsicherheit nicht. Das heißt, das hier, beides hat Vor- und Nachteile. Die Vorteile hier sind diese Generalisierung im Machine Learning, dieses Präzise im Datenbanken, in der Datenbankwelt, beziehungsweise Nachteile sind dieses Approximative im Machine Learning und natürlich die fehlende Generalisierung in der Datenbankwelt. Und das ist jetzt manchmal nicht so einfach zu entscheiden, für welches Problemszenario was die richtige Anwendung ist. Ja, also manchmal sind beide Ansätze geeignet, um ein bestimmtes Problem anzugehen. Idealerweise sollten beide kombiniert werden. Und da gibt es auch viele, viele spannende Forschungen in diesem Bereich. Das sind so Stichworte, sind da Systems for Machine Learning, also Systeme, die den Machine Learning-Prozess unterstützen, Systems for ML, oder ML for Systems, das heißt was ganz anderes, das heißt Machine Learning-Techniken, die es helfen, Systeme zu bauen, zum Beispiel automatisch Code zu erzeugen. Heute ist es halt so, dass ein Softwareentwicklungsprozess wird von Menschen, der Code erzeugt. Es gibt einen Compiler, der erzeugt den Binärcode, okay. Aber den Quellcode, den Sie schreiben in Java, Python und was auch immer, den schreibt normalerweise ein Mensch hin. Aber es gibt auch viele Ideen, dass da Teile davon auch in Zukunft von Machine Learning oder anderen interessanten Techniken im Bereich Data Science automatisch generiert wird. Also das ist dieser Bereich ML for Systems. Genau. Ja, und jetzt gucken wir erstmal hin, was eigentlich so eine Datenbank macht. Also in der Informatik reden wir gerne und oft von einer sogenannten Schichtenarchitektur, ne? Layers, Software-Layers. Und die eine oder andere Schicht haben Sie bestimmt schon kennengelernt. Na, das ist zum Ersten, also die malen wir auch durch solche Rechtecke hin, die dann übereinander geschichtet sind. Und ganz unten, fangen wir mal an, ist die Hardware. Also das, was Sie anfassen können, Ihr Computer, Laptop, Smartphone. Da ist eine CPU drin, da ist DRAM, SSD oder eine Festplatte, Hard Drive oder Hard Disk. Darüber ist eine ganz wichtige Schicht, ohne die gar nichts geht. Das ist das Betriebssystem, das Operating System, das auch sehr stark integriert ist mit dem Dateisystem typischerweise. Linux, Windows, Mac OS X, Android, iOS und so weiter und so fort, was es da alles gibt. Dann darüber läuft die App, wie man heute sagt, oder die Applikation. Das könnte zum Beispiel sein, so eine Map-Browsing-Applikation wie Google Maps, irgendeine Fotosoftware, was weiß ich, Adobe Lightroom oder irgendeine andere, eine Datenanalyse-Software, Tableau, was auch immer. Einschließlich des Codes, der dafür verantwortlich ist, Daten zu managen. Ja, also Daten zu analysieren, Daten überhaupt erstmal von der Festplatte zu laden, Daten auf die Festplatte zurückzuschreiben und so weiter und so fort. Das ist so eine typische Architektur, die man hier sieht. Man hat sehr, sehr früh gemerkt, dass diese Applikationsschicht relativ fett werden kann. Da muss man sehr, sehr viel Code schreiben,
Wenn Sie zum Beispiel jetzt so eine Map-Browsing-Applikation schreiben wollen, da ist sehr viel Code drin. Sachen für die Visualisierung, die eigentliche Visualisierung, die Sie im Browser sehen, aber auch diese Datenverwaltung, Datenanalyse, welche Karten zeige ich an, welche nicht und so weiter. Das wird sehr schnell sehr dick. Deswegen haben wir schon relativ früh verstanden, dass man eigentlich was viel Besseres machen kann, dass man nämlich eine weitere Schicht einführt, die so aussieht. Dass man sagt, okay, ich kann die Applikation dünner machen, indem ich dieses ganze, den ganzen Source-Code, den ich brauche, um Daten zu verwalten, auslagere in eine extra Schicht. Man hat hier also, wenn wir nochmal zurückgehen, ja, die Applikation, da hat man erkannt, da sind Sachen drin, die brauche ich eigentlich immer wieder, ja, irgendwelche Daten zu verwalten und anzufragen. Das ist ein Data-Management-Code, es kommt ständig in allen möglichen Applikationen vor. Wieso lagere ich das nicht aus in ein extra Service, würde man heute sagen, oder wie man es besser nennen sollte, in eine extra Schicht. Das heißt, wir haben jetzt auf einmal eine vierstufige Architektur, ja, Hardware Operating System und Application wie bevor, wie vorher, aber wir haben dieses extra System, ein Datenbank-Management-System, wie man das nennt, was nur dafür verantwortlich ist, die Daten zu managen. Und in dieser Schichtenarchitektur heißt das, für den Nutzer nach außen ändert sich überhaupt nichts. Der sieht dieses Datenbanksystem nicht. Also in der Schichtenarchitektur ist ganz wichtig, dass Sie diese Schichten typischerweise nicht überspringen. Die Applikation, die darf nicht direkt mit der Hardware reden. Das Datenbanksystem darf nicht direkt mit der Hardware reden, sondern dass immer hier zum Beispiel noch das Betriebssystem zwischen, was das Ganze überwacht. Ja? Also gerade so Konflikte von Prozessen. Ja? Sie haben also schon mal ein Segmentation Fault gesehen, Zugriff auf den Speicherbereich, auf den ich nicht zugreifen darf eigentlich. Das macht das Betriebssystem. Und ich habe jetzt hier einfach noch eine Schicht eingebaut, so eine wiederverwendbare Schicht, die dem Applikationsentwickler das Leben so viel leichter macht. Das ist die große Idee dahinter. Ja. Und das haben wir schon, es gibt mindestens seit den 60ern macht man das. Und das hat jetzt ein paar Vorteile und ein paar Nachteile. Also Vorteile erstmal die, ich muss nicht immer das Rad neu erfinden. Ja. Ich muss nicht diese Technologien, die immer wieder vorkommen, ja, also wie verwalte ich Daten? Das muss ich nicht jedes Mal neu implementieren in meine spezielle Applikation. Zweiter Punkt ist, ich kann fast komplett ignorieren, wie diese Daten gespeichert und wieder hervorgeholt werden von dem Datenbanksystem. Da kümmert sich komplett das Datenbanksystem rum, da muss ich mich überhaupt nicht mehr drum kümmern. Und drittens, ich kann mich jetzt viel, viel stärker auf meine eigentliche Applikation fokussieren, was hoffentlich meine Produktivität erhöht. Ja? Weil ich den Datenbankcode nicht mehr schreiben, verwalten muss, das haben die anderen gemacht. Ja, alles gut, ich habe mehr Zeit, um das zu kümmern, was ich eigentlich implementieren will. Ich muss dieses ganze Zeugs auch nicht testen, also diesen Datenbankkram, den Datenmanagementkram, das wird ja schon als Teil. Ne? Also wenn ich das hier aufgeteilt habe, dann der ganze Code, der hier drin ist, ich habe ihn ja am Montag haben wir über automatisches Testen geredet. Also diese Schichten werden massiv automatisch getestet. Das sind gigantische Testsuiten und bei Datenbanken auch. Ja? Wenn ich das so mache, dann muss ich mir meine eigenen Tests schreiben, auch für diesen Datenbankcode. Wenn ich das so mache, dann schreibt das Datenbanksystem, also wer auch immer diese Datenbanken entwickelt, diese Datenbanksysteme, der schreibt den Testcode dafür. Muss ich mich nicht drum kümmern, habe ich alles delegiert. Großartig. Ja? Und was auch ein wichtiger Effekt ist bei so einer Schichtenarchitektur ist, ich kann relativ einfach das Datenbanksystem gegen ein anderes austauschen. Wenn ich sage, das eine gefällt mir nicht, nicht das andere. Es gibt also hier in dieser Architektur, also wie auch bei Betriebssystemen, gibt es hier verschiedene Optionen. Da gibt es hier jetzt auch Optionen, dass ich sagen kann, ich nehme jetzt nicht Postgres, sondern MySQL oder ich nehme SQLite und so weiter und so fort. Genau, so viel dazu. Ja, das sind die Vorteile und das führt zu einem wichtigen Prinzip, das nenne ich das Faulheitsprinzip in der Informatik. Was heißt das? Es ist in der Informatik, aber in Data Science ist es noch wichtiger. Ich sehe es noch viel stärker verletzt im Data Science und AI-Bereich als in der Informatik. Aber das heißt einfach, wann immer es möglich ist, ein existierendes Problem oder Teilproblem auf ein existierendes Problem zu mappen, dann sollte man diese existierende Technologie auch benutzen, statt das Rad neu zu erfinden. Ja, und das, also gehen wir nochmal zurück, was das hier heißt. Ja, das existierende Problem, Daten zu verwalten, das soll ich nicht selber entwickeln. Da bin ich lieber faul und benutze lieber ein Datenbanksystem, da ist alles schon drin, dann muss ich das Rad nicht neu erfinden. Das ist die Message hier. Ja. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, was nicht nur bei Datenbanksystemen gilt, sondern es gilt auch für alle möglichen Bereiche in Data Science und AI.
Genau, ich habe es nochmal hingeschrieben. Also Sie sollen Datenbanksysteme nutzen, statt diese Daten selber zu verwalten. Aber das gilt im Prinzip für jede andere Subkomponente oder jede andere Funktion, die Sie schreiben. Bevor Sie eine Funktion schreiben, gucken Sie erstmal, gerade in Python, gibt es da schon eine Bibliothek, die genau das macht, was ich will und vielleicht sogar besser. Ja, und damit verbunden ist so dieses zweite Prinzip, das ist die verpasste Gelegenheit für Faulheit, nenne ich das. Das sieht man auch sehr, sehr oft in Data Science, aber auch in der Informatik allgemein. Wenn Sie jetzt nicht wissen, dass ein bestimmtes Teilproblem abgebildet werden kann auf ein existierendes Problem, dann verpassen Sie die Chance, faul zu sein. Klingt ein bisschen philosophisch, also wie so eine Faulheitsphilosophie. Aber was ich damit meine ist, es gibt jetzt so ganz viele verschiedene Techniken im Bereich Data Science und AI. Und stellen Sie sich vor, Sie sehen ein neues Problem und müssen das lösen. Wenn Sie jetzt nicht wissen, dass das ein Problem der Klasse X ist, ja, wenn Sie jetzt nicht wissen zum Beispiel, dass man das durch einen Clustering-Algorithmus lösen könnte oder dass das ideal wäre für eine Simulation oder für Reinforcement Learning, wenn Sie stattdessen irgendwie da was rumfrickeln und selber implementieren, statt diese ganze Weisheit, die in Jahrzehnten Entwicklung in diesen existierenden Techniken steckt, zu nutzen, ja, selber schuld. Ja, dann werden Sie viel Zeit vertun und wahrscheinlich auch bei einer sehr schlechteren Lösung rauskommen, als hätten Sie das direkt abgebildet auf etwas, was schon existiert. Und das ist ganz wichtig, das zu erkennen und zu nutzen. Ja, also mit anderen Worten, wenn Sie nicht wissen, dass für bestimmte Probleme, dass es da bestimmte Lösungen gibt, dann, ja, dann werden Sie nicht, dann wird es nicht möglich sein, für Sie faul zu sein. Ja? Das formuliert, genau, das hatte ich eben schon erklärt. Also das ist ein ganz wichtiges Prinzip und es ist wichtig, dass Sie das immer mehr im Laufe Ihres Studiums lernen. Ne? Lernen, da gibt es dieses Teilgebiet von Data Science, AI, Informatik, das kann ich gut, da geht diese Klasse von Problemen, von Lösungen ganz gut, in dem Bereich geht das, da überlappen die sich, da weiß ich nicht genau. Das ist der größte Lernprozess bei Data Science und AI überhaupt, zu verstehen, welches Problem ich mit welcher Lösung geschickt anfasse. Genau, dann gibt es natürlich auch Nachteile. Es gibt immer, egal was Sie machen, gibt immer Vor- und Nachteile. Was sind das für Nachteile? Der Applikationsentwickler, der muss jetzt mit den Interfaces also mit Schnittstellen und Eigenschaften leben, die dieses Datenbanksystem bietet. Da gehe ich nochmal zurück an der Stelle auf die Folie mit der Schichtenarchitektur. Was heißt Interfaces? Was heißt Schnittstellen? Das Datenbanksystem, oder gehen wir mal hier hin, die Applikation, die kann jetzt mit dem Datenbanksystem reden. Und dieses Datenbanksystem spricht eine bestimmte Sprache. Und es versteht nur diese Sprache. Sie können keine andere Sprache reden. Sie können nicht Saarländisch oder Englisch oder Deutsch mit dem Ding reden. Sie müssen SQL sprechen. Sonst sagt das Datenbanksystem, ich weiß nicht, was du meinst. Also ganz wichtig, ist runtergefallen. Sie müssen SQL reden. Das ist die Schnittstelle. Das ist die Kommunikation, die Art der Kommunikation, die vorgeschrieben wird von diesem Datenbanksystem. Und so ist das bei jedem. Bei jeder Schnittstelle. Die Hardware schreibt Ihnen, was weiß ich, x86-Code vor, den Sie da schicken müssen, alles andere versteht es nicht. Ja? Und das ist der Nachteil. Sie können nicht einfach jetzt mal machen, was Sie wollen. Wenn Sie das in Ihrer eigenen Applikation entwickeln würden, ja, dann können Sie ja machen, was Sie wollen. Sie müssen sich nur mit dem Betriebssystem rumschlagen, mit einem Dateisystem. Das sind große Freiheitsgrade. Ja, da sind Sie nicht, da können Sie machen, was Sie wollen. Ja? Aber hier müssen Sie sich daran halten, dass das Datenbanksystem nun mal SQL spricht, Structured Query Language. Also das ist ein Nachteil. Genau, also da muss ich jetzt mit leben. Ja. Man muss auch verstehen, was diese Schicht macht. Also gerade beim Datenbanksystem, da gibt es viele Missverständnisse, was es kann und was es nicht. Und ja, man sieht immer wieder, dass viele Applikationsentwickler hier ganz, ganz übel auf die Nase fallen, weil sie nicht verstehen, was das Datenbanksystem alles noch könnte. Und sie nur einen winzigen Bruchteil des Systems eigentlich nutzen. Und dann typischerweise, was passiert ist, ja, werden die Leute unglücklich, ach, das Datenbanksystem kann das nicht, ich habe ein Problem. Typischerweise ist dann die richtige Idee, nee, da muss ich mehr lernen. Ja, wenn ich wirklich glaube, das Datenbanksystem kann es nicht, ja, dann lernen Sie. Typischerweise liegt es nicht am Datenbanksystem, wenn irgendwas nicht funktioniert, sondern es liegt meistens am Benutzer, denn ich weiß, dass auch das unterstützt wird vom Datenbanksystem. Also diese Fälle, wo man wirklich sagen muss als Datenbankprof, ja, das Datenbanksystem kann das nicht, da müssen wir was ganz anderes machen oder du brauchst ein anderes Datenbanksystem, das ist relativ selten. Meistens ist es nur ein Bedienfehler von dem existierenden System und wenn man da ein bisschen, wenn man das weiß, was man alles machen kann, sind die Probleme dann sehr, sehr schnell gelöst.
Genau, das hier ist eine Folie, die hatten wir schon mal gesehen. Nochmal ganz kurz, rechts können Sie mal alles ignorieren. Das sagt Ihnen jetzt nichts. Das ist mehr zum Nachschlagen für später mal. Aber was die großen Fragen, die wir angucken in diesem Gebiet bei Datenbanken, klar, wie speichere ich Daten, wie greife ich darauf zu, wie stelle ich Anfragen, ne? Komplexe Anfragen, nicht nur gib mir mal dieses Datenfragment, sondern auch zusammenfassen, bündeln, statistisch analysieren von Daten, das kann man alles ratzfatz machen. Und das nennen wir Anfragen oder auf Englisch Queries, und die Anfrageverarbeitung, also so eine Anfrage zu berechnen, heißt Query Processing. Und große Fragestellung ist, wie macht man das möglichst effizient auf großen Daten? Ne? How to make Query Processing efficient and scalable. Wie macht man das für alle möglichen Daten? Da gibt es verschiedene Arten von Daten, das kann ich halt aufzählen. Wie abstrahieren wir über die physischen Eigenschaften eines Computersystems? Ja, das ist wieder eine Eigenschaft der Schichtenarchitektur. Gehen wir nochmal zurück. Diese Grafik ist so wichtig, drücken sich aus, hängen sich übers Bett. Was heißt, ich abstrahiere über physische Eigenschaften? Ich sage, das Datenbanksystem muss nicht wissen, wie Sachen physisch hier unten organisiert sind. Ja, ich kann komplett darüber abstrahieren, ob das jetzt auf der Festplatte X, der im SSD Y abgelegt wird, ob da die CPU tralala ist und so weiter und so fort. Da kann ich komplett drüber abstrahieren, im großen Maße. Es gibt dann in der fortgeschrittenen Vorlesung, zum Beispiel die Stammvorlesung Database Systems, die auch gerade läuft, lernen Sie dann, naja, hier und da müssen wir vielleicht doch mal gucken, ein bisschen vorsichtig sein, da gibt es noch so andere Sachen. Aber im Großen und Ganzen können Sie darüber abstrahieren. Das heißt, insbesondere der Applikationsentwickler, der dann die Datenbank benutzt, der muss sich überhaupt nicht kümmern um Festplatten, Hardware und was da alles unten drunter passiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? So, hier waren wir. Genau. Und ja, worüber ich auch abstrahieren kann, das ist typischerweise auch, was Sie in diversen Studiengängen lernen, das ist sowas wie nebenläufige Programmierung, Multithreading. Das heißt, das sind Softwarefragmente, Threads heißen die, oder Prozesse, die gleichzeitig auf die gleichen Daten zugreifen. Da kann alles Mögliche passieren. Das ist komplett gelöst in Datenbanksystemen. Die machen das alle automatisch für Sie. Sie müssen sich überhaupt keinen Kopf mehr machen, wenn Sie wissen, Sie haben verschiedene Programme, die gleichzeitig laufen, die aber über eine Datenbank synchronisiert werden, ist alles gut. Sie müssen sich um nichts mehr Gedanken machen und das nicht händisch programmieren. Siehe Faulheitsprinzip. Das ist wieder was, wo wir gesagt haben in Datenbanken, ach komm, wir machen das ins Datenbanksystem rein, dann muss ich mich nie wieder um nebenläufige Programmierung kümmern und alles wird gut. Ja, und dann ein wichtiger Punkt, den auch wenige wissen, sieht man immer wieder in Gesprächen im IT-Bereich. Wie stelle ich ein System wieder her, wenn irgendwas kaputt geht? Ja, Computer können kaputt gehen, Strom kann ausfallen, Sie können Wasser über Ihren Computer kippen, es gibt einen Hurricane und das Datencenter ist überflutet. Ja, was ist denn jetzt mit meinen Daten? Kann ich die irgendwie wieder zurückbekommen? Kann ich das System wieder hochfahren? Kann ich das Datenbanksystem wieder hochfahren? Und das geht sehr, sehr, sehr effizient, wenn man es richtig macht. Wenn man weiß, was man tut, kann man da diese Systeme sehr stabil bauen. Ein Datenbanksystem stabil bauen heißt, ja, auch wenn irgendwas kaputt geht, das Ding läuft weiter. Ja, oder ich kann es wieder effizient hochfahren und habe wieder Zugriff auf sehr, sehr frische Daten. Ja, genau. Gut, was wir jetzt machen im Folgenden ist, das ist auch im Prinzip, was ich in meiner Grundvorlesung Big Data Engineering, viertes Semester, sehen wir uns da wieder, mache, ist, wir gucken uns immer konkrete Applikationen an, nicht nur eine, das ganze Semester, sondern verschiedene. Ich gucke verschiedene Applikationen an und die gehen wir mal durch, was da so für Datenprobleme auftreten, Datenmanagementprobleme, und dann werde ich anhand dieser Probleme bisschen in die Konzepte gehen und in die Fragestellungen und die Konzepte und Lösungen, die dahinter sind. Und dafür möchte ich mal Google Maps angucken. Ne, Google Maps kennen Sie alle. Sie sehen hier, es ist eine relativ zügige Reaktion auf das, was passiert. Ich kann ja rauszoomen auf die ganze Welt, die Weltkugel drehen. Hier werden irgendwelche Daten angezeigt. Und man sieht, es gibt hier verschiedene Arten von Daten. Zum einen gibt es hier so textuelle Elemente, hier in chinesischen Schriftzeichen. Dann gibt es vektorielle Elemente, also zum Beispiel die Straßen. Die sind irgendwie als so ein Linienzug hier repräsentiert. Ja, und da kann ich beliebig reinzoomen, dann wird das immer weiter aufgefächert. Das ist die eine Art von Daten, die es hier gibt. Ich kann aber auch Satellitendaten angucken natürlich. Ich habe hier die Bilder, wenn ich hier draufklicke. Das sind jetzt wirklich Pixeldaten gerastert. Und da kann ich auch beliebig hin und her zoomen. Und je nachdem, wie ich mich jetzt hier in dieser Applikation bewege,
müssen jetzt verschiedene andere Karten geladen werden, damit das gut funktioniert. Also wenn ich jetzt hier nach links ziehe, dann müssen natürlich diese Kartenelemente irgendwo herkommen. Wir sehen, dass es geht hier fast ohne Verzögerung. Also muss ich mich schon sehr schnell bewegen in der Karte, damit ich irgendwie mal überhaupt sehe, dass da irgendwas... Damit sieht es so ein bisschen, ne? Es flackert erst so etwas unscharf auf und dann wird es schnell nachgeladen. Ne? Das ist Google Maps und da gibt es noch viele andere Aspekte, Routenplaner da drin und so weiter und so fort. Wir gucken uns mal diesen Datenaspekt an im Folgenden. Also wie wird das eigentlich mit diesen Daten gemacht in so einer Applikation? Genau. So, da waren wir. Und bevor wir das machen, gucken wir nochmal auf das Faulheitsprinzip. Denn was ich Ihnen im Folgenden erkläre anhand von Google Maps, wenn Sie das verstanden haben, können Sie das mithilfe des Faulheitsprinzips übertragen auf Applikationen, die in der Äquivalenzklasse, wie man das so schön sagt, sind. Denn alle Applikationen, die ähnliches Zeugs machen, haben ähnliche Probleme. Und was sind denn ähnliche Applikationen? Naja, das sind ja zum Beispiel in der Medizin, wenn Sie sich so MRT-Daten angucken oder alles, was mit Röntgen zu tun hat, 2D oder 3D, das sind Karten, das sind Bilddaten. Ne? Das ist praktisch eine Landkarte des Körpers, ein Google Maps des Körpers. Wenn Sie das visualisieren wollen, ja, Überraschung, das sind die gleichen Probleme, die da auftreten. Also im Grunde könnte man das aus der gleichen Applikation füttern. Und wenn, ja... In Materialwissenschaften, ja, jede Art von Bilddaten oder jede Art von Hineingucken in ein Material, was wieder 3D-Daten sind, das liefert auch 2D- oder 3D-Bilddaten, das hat exakt die gleichen Datenprobleme. Dann in der Astronomie gab es schon sehr früh Ansätze, also früher haben Astronomen nicht durch Teleskope geschaut. Ja. Heute gucken sie auf den Computer, ja, weil die Bilder, die da aus dem Teleskop rauskommen, die werden sofort weggespeichert auf riesige Serverlandschaften, sodass auch andere Astronomen diese Bilder sehen können. Es gibt keinen Grund zu sagen, hey, nur dieser eine Mensch guckt da wirklich optisch durch und darf das Bild sehen. Nö, kann ich doch direkt fotografieren, wegspeichern, dann können alle das angucken. Ne? Und das führt zu genau den gleichen Problem wie in einem 3D-Sternenkatalog. Und das ist natürlich klar, dass Google hat das auch gemacht. Ich habe jetzt keine Zeit, das zu zeigen, aber Sie können auf Google auch sich zum Beispiel den Mars angucken und in die Milchstraße und so. Das sind exakt die gleichen technischen Probleme dahinter. Ja, dann alles, was mit Geografie, Geologie und Meteorologie zu tun hat. Und dann kommt die vierte Dimension ins Spiel. Warum? Die Zeit. Ja, vierte Dimension als Zeit. Also wenn Sie nicht nur statisch ein Bild zeigen wollen, in 2D oder 3D, sondern auch eine zeitveränderliche. Da gab es lustigen Artikel von der Washington Post, der hinter einer lustigen Paywall ist. Und ich agree jetzt mal eben. Mal gucken, ob ich da drauf komme. Genau, so das ist auch, den wollte ich eigentlich gar nicht zeigen. Hier geht es um Klimawandel. Ne, den Artikel wollte ich jetzt gerade nicht zeigen. Warte mal, da wollte ich was anderes zeigen. Ah, das kommt auf der nächsten Folie, genau. Aber das sind praktisch auch Klimawandel. Ja? Das sind auch Temperaturdaten, die Sie auf dem Globus mappen können, zeitveränderlich, ja, wie war es dieses Jahr, wie ist es nächstes Jahr, wie war es gestern, wie ist es heute, das ist auch ein typisches vierdimensionales Problem. Dann Computerspiele, wann muss ich welche Textur laden? Ja, Sie bewegen sich durch so ein Computerspiel durch, da rennen irgendwelche Monster rum, ja, und dann bewegen Sie sich und der Computer, der hat nicht die ganze Landschaft komplett geladen für Sie, sondern der guckt immer, wo er ist und der überlegt natürlich, ah, ich muss ja nur das laden, was der Spieler auch sehen kann. Ne? Und da passieren ähnliche Effekte wie bei Google Maps. Sie müssen halt on demand irgendwelche Karten laden. Texturen heißen die hier, damit das alles ein gutes Erlebnis ist für den Spieler. Dann in der Biologie. Ja, alles, was mit das Gehirn, 3D-Darstellung des Gehirns, jede Art von Molekül, Pflanze und so weiter. Da gibt es auch riesengroße Projekte zu. Ja, das wollte ich zeigen, genau. Cellphone, da gab es einen lustigen Artikel, können Sie mal drauf klicken, von der New York Times. Da gab es ein Problem, weil Cellphone-Daten öffentlich geworden sind, also von Handys. Und da konnte man aus diesen Positionen auf bestimmte Sachen schließen. Also insbesondere gab es auch im Pentagon, gab es dann diese Position. Man konnte da schließen, wer mit wem geredet hat und solche Sachen. Auch aus dem Weißen Haus. Das ist immer wieder ein Riesenthema. Geografische Daten in dieser Big-Data-Welt. Ja, die irgendwelche Sachen aufzeichnen, wo man erstmal denkt, pff, ja, wenn mein Handy die Position aufzeichnet, who cares? Ja, aber dann, wenn man das alles kombiniert, dann kann man da interessante Sachen erkennen. Also so, dass ein Beispiel, was auch durch die Presse ging, war Fitness-Tracker, die Position aufzeichnen. Und das wurde von Soldaten in geheimen Militärbasen benutzt, die eigentlich nicht auf der Karte sind. Und dann konnte man auf einmal anhand dieser Fitnessdaten sehen, oh, das ist aber was. Ja, da ist eine Militärbasis. Ne?
Genau. Richtig. Ja, Election Data. Aktueller kann es nicht sein, angesichts der USA-Wahl immer noch. Genau, und damit machen wir mal ein Survey an der Stelle. Also, da können Sie jetzt auf Discord direkt zu antworten. Ich werde das jetzt im Lecture-Kanal mal posten. Moment, also wir machen das hier jetzt als kleine Umfrage. Die kommt gleich in. Sekunde, ich muss das mal kurz hier rauskopieren aus meinem anderen Fenster. Da ist es. Und dann gehen Sie mal bitte auf den Discord-Server unter dem Lecture-Kanal und überlegen sich mal, ist das A, B, C oder D? Also warum ist es wichtig, sich entlang dieser verschiedenen Applikationsklassen Gedanken zu machen? A, B, C oder D? Was meinen Sie? Pro Tipp, es könnte sein, dass mehrere Antworten richtig sind. Einer schreibt noch. Na, ich warte mal noch einen Moment und dann gibt es die Auflösung. Joa, da gibt es ein Rennen. Einige, die meisten sagen B, dann noch sehr viele C und D. A sagt keiner. Dann würde ich an der Stelle mal sagen, wir lösen mal auf. Jetzt haben wir es. So, also genau, hier, ich ziehe es auch nochmal in den Strom, in den Stream. Also, das haben Sie geantwortet. A, B, C, D. Fangen wir mal mit B, C und D an. Also Techniken, die wir in einer bestimmten Applikation X genutzt haben, die nützlich sind, kann man jetzt auch in anderen Applikationen Y derselben Klasse. Klar, genau das habe ich erzählt. Absolut. Völlig richtig. Ja? Was mit C? It might be a starting point to think about long more generic. Ja, also es könnte ein Startpunkt sein, über eine Generalisierung einer Applikation nachzudenken. Ja? Leute haben auch nicht direkt gesehen, dass man diesen Datenbankteil extrahieren kann, Datenbanksystem, Datenbankmanagementsystem, sondern haben gesehen, oh, das kommt ja immer wieder vor, immer der gleiche Mist, den ich implementieren muss. Kann ich aus einer spezialisierten Applikation eine machen, die eine größere Klasse von Problemen löst? Ja? Das haben wir da gesehen. Genau das ist passiert. D, Application, was maybe easier. Ja, genau, richtig. Das erzähle ich die ganze Zeit. Ja, wenn ich in derselben Äquivalenzklasse bin. Google Maps, ja, jetzt kommt ein Astronom an und sagt, hey, was ist mit unserem Sternenkatalog? Könnt ihr das auch machen? Piece of Cake, ja. Das ist eigentlich nur noch das Skalierbarkeitsproblem da hinten hinter. Aber es sind eigentlich die gleichen Probleme, die da gelöst werden müssen. Das ist klar. Ja, und A gilt natürlich auch. Also waren die meisten von Ihnen falsch. Sorry, natürlich kann ich immer, jeder Professor gibt gerne damit an, wie toll die ganzen Lösungen aus seinem Feld sind, ja, und dass man eigentlich mit Datenbanken alles machen kann. Aber nicht sollte, das ist klar. Ja, also man sollte nicht jedes Problem in der Datenbank lösen. Das auch nochmal als Disclaimer. Es gibt auch viele, viele Probleme, wo Sie mit dem Dateisystem mehr als gut bedient sind und bitte keine Datenbank benutzen. Das ist dann manchmal nicht so einfach zu erkennen, wann man was nimmt, wann man die Datenbank dann doch nimmt und wann, ja, wann lieber nicht. Lange Geschichte. Aber wie bei den meisten Werkzeugen, ja, Werkzeug ist gut für eine bestimmte Art von Problem, aber ganz sicher nicht für alle. Ja, genau, sehr schön. Ja, das funktioniert ja ganz gut mit dem Puls. Vielleicht sollen wir mehr davon machen. Also, jetzt gucken wir uns mal im Detail an, was sind denn die Probleme in dieser Äquivalenzklasse. Haben Sie mal Google Maps im Hinterkopf, aber ich gucke gleich die ganze Äquivalenzklasse an. Also, ein potenzielles Problem ist ja diese große Menge an Daten. Ja, das passt nicht in den Hauptspeicher rein oder auf die lokale Maschine, also die ganzen
ganzen Satellitendaten von Google Maps, die werden wahrscheinlich nicht auf eine Maschine passen, in keinem Fall auf dem Smartphone. Ne? Also irgendwie muss man das woanders speichern, auf dem Netzwerk, auf irgendeiner Serverarchitektur. Dann bei Google Maps gibt es eine Menge von Nutzern, weiß ich, Millionen weltweit, die das Zeug benutzen. Das ist halt sicher nicht nur eine Maschine, ein Server, der das alles bedient. Das ist eine ganze Architektur, die dahinter ist und die halt so gebaut sein muss, dass es funktioniert. Also auch bei so Effekten wie, das ist gerade Tag in Europa, da sind ganz viele Nutzer und woanders ist dunkel, die Leute schlafen, da gibt es ganz wenige Nutzer. Trotzdem muss das überall relativ flüssig funktionieren. Also was wir an Anforderungen hier haben, ist so eine nahtlose oder so eine gute, tolle User Experience, Nutzererfahrung. Also es fühlt sich gut an, das System, es kommen immer die Karten sofort, werden direkt angezeigt. Also so ein nahtloses Zoomen und Panning ist dieses Bewegen nach links, rechts und oben, unten. Man muss die Server nicht überladen, das Netzwerk nicht zumüllen und die Clients müssen auch damit zurechtkommen. Ne? Also man muss, das ist auch zum Beispiel bei einer Web-Applikation ein Thema, was kann der Client denn überhaupt? Wenn ich dem irgendwas schicke, was den Client überfordert an CPU-Last oder I/O-Last, also an Speicherbedarf, dann funktioniert das auch nicht. Also da müsste ich vielleicht auch hingucken, wenn ich jetzt einen sehr, sehr starken Client habe, eine sehr starke Hardware, irgendein starkes Laptop versus ich habe irgendein altes Telefon, da muss ich vielleicht andere Daten schicken und andere Sachen machen. Das ist auch eine wichtige Überlegung hier. Also was sind dann die Fragen, mal als Übersicht, die wir jetzt im Folgenden angucken. Also ich habe das entlang der Fragen von Datenbanktechnologie allgemein strukturiert, jetzt wie ich es oben schon gezeigt habe, aber jetzt für die konkrete Applikation. Also wenn eine der zentralen Fragen bei Datenbanken ist, wie speichere ich und how to store access and query, ja? Das ist die allgemeine Frage für eine Datenbank, ja, was heißt das denn für Google Maps? Wo speichere ich denn die Karten? Und wie speichere ich denn diese Karten oder die ganzen anderen Informationen, die wir da gesehen haben? Wie mache ich Anfragen effizient? Ja, was ist denn eine Anfrage in unserem Kontext? Eine Anfrage ist mal zumindest dieses Fenster in meinem Browser. Das definiert ja irgendwie den Bereich, den ich sehen will. Und das ist für mich eine Anfrage, weil das muss zum Server geschickt werden, um zu sagen, hey, das ist der Kartenbereich, der mich interessiert, schicken mir alle Daten, die da reinfallen. Ja, der Rest interessiert mich nicht. Wenn ich gerade in Europa rumbrause, brauchst du mir keine Daten aus Neuseeland schicken. Macht ja keinen Sinn. Rein rauszoomen oder irgendwie dieses Panning mache, sondern ich gebe hier einen Begriff vor. Anhand des Begriffs muss jetzt Google Maps entscheiden, aha, das ist jetzt ein bestimmter Kartenausschnitt. Und da soll ich jetzt diesen bestimmten Kartenausschnitt zeigen. Und das ist das, was hier passiert. Genau. Ja, wie macht man das für alle möglichen Daten? Also hier haben wir ja Satellitendaten mal mindestens, also Bilddaten, die sogenannte Rasterdaten. Raster, weil das sind einzelne Pixel, ne? Kennen Sie von Ihrer Kamera, einzelne Pixel. Das ganze Bild besteht aus einzelnen Pixeln. Dann gibt es aber noch andere Daten, das sind Vektordaten. Da habe ich nicht die einzelnen Pixel definiert, sondern sage nur, die Linie fängt da an und hört da auf und dazwischen ist eine Linie oder irgendwas, ein Spline oder was auch immer, den man dazwischen malen will. Beziehungsweise Texte, geografische Namen. Ja, die muss ich nicht als Rasterbild speichern, weil ja Blödsinn. Die speichere ich mir als Text und male sie entsprechend dahin, wo sie hingehören. Insbesondere auch mit einer Position, einer geografischen Position. Genau. Ja, physische Eigenschaften habe ich gesagt, darüber wollen wir hinweg abstrahieren. Aber meistens muss man dann doch ein bisschen reingucken. Und das ist hier, wie gesagt, dieses große Netzwerk von Servern, die Netzwerkarchitektur und so weiter und so fort. Ja, das sind Entscheidungen dafür, wie ich effizient auf Sachen zugreife. Das sind die sogenannten Datenstrukturen und Algorithmen dahinter. Aber da muss ich mich eigentlich fast gar nicht drum kümmern hier. Also weil das Datenbanksystem das macht, wenn man es richtig benutzt. Wie ist das mit so verschiedene Nutzern, die gleichzeitig auf die Daten zugreifen. Ist das ein Problem? Können Sie mal kurz drüber nachdenken? Vielleicht hat jemand eine Idee dazu. Also ich hatte ja gesagt, es gibt ja Probleme. Typischerweise im Computersystem, da gibt es eine Zahl und jetzt haben sie mehrere Nutzer, die diese Zahl ändern wollen. Und dann kann ja alles Mögliche passieren. Der eine hat eine Änderung gemacht, die wird dann überschrieben von dem anderen und so weiter und so fort. Ja, das ist ein typisches Problem. Das nennen wir Nebenläufigkeitskontrolle oder Concurrency Control. Sie müssen einen Mechanismus haben, der sicherstellt, dass wenn Benutzer oder Software gleichzeitig auf was zugreift, dass das nicht zu Problemen führt. Also die Frage ist, ist das bei Google Maps ein Problem?
Ja, Sie haben 1 Million Nutzer, die greifen alle auf die Kartendaten zu. Wann ist es ein Problem und wann ist es kein Problem? Schreiben Sie gerne mal einen Lecture-Textkanal. Man ändert die Daten dann nicht. Die Nutzer können die Kartendaten nicht verändern. Das ist der entscheidende Punkt. Alle lesen nur. Ja, Sie können beliebig, wenn Sie nur lesen, Sie können beliebig viele Benutzer haben, wenn Sie die Daten nur lesen, ist alles gut. Wenn jetzt aber einer anfängt, das Zeug zu verändern, dann kann alles Mögliche passieren. Ja, dann sieht da einer die alte Version, die neue Version oder eine Version, die irgendwo mittendrin ist, ja, gerade noch beim Verändern, da kann alles passieren. Aber dieses Nebenläufigkeitsproblem haben wir hier nicht. Ja, nur Google verändert die Daten und da gibt es relativ einfache Mechanismen, mit denen man diesen Punkt hier abfrühstücken kann. Ein viel spannenderes Problem ist hier dieses Recovery, also diesen Service so zu bauen, das sehen Sie als End-User, dass der immer funktioniert, dass der stabil läuft. Ja, dass Google ist ganz selten, dass es mal ausfällt. Auch Google Maps ist schon passiert, aber es ist wirklich selten. Also die haben ganz tolle Uptime, wie wir sagen, eine Verfügbarkeit. Also die ist irre hoch bei den Google Services. Chapeau. Und da muss man aber eine Menge für tun, damit das wirklich funktioniert. Ja, das sieht man selten bei anderen Diensten. Da muss man sich mehr Gedanken machen. Da muss man für Redundanzen sorgen, da muss man für extra Backup-Server, da kann man tolle Sachen machen. Und wie macht man das? Da gucken wir nur so ein ganz bisschen rein. Ja, so, dann gucken wir mal die erste Frage an. Wie ist das denn mit dem Speichern und dem Cachen von Daten? Und das Erste, was wir da verstehen müssen, das ist die sogenannte Speicherhierarchie. Ein Computer, der ist immer so organisiert, dass er verschiedene Arten von Speichermedien hat. Und die sind wieder in Schichten organisiert. Ja, Informatiker lieben Schichten, das sollte vielleicht eher Geologie heißen. Insbesondere lieben wir in Direktionen. Also wir haben in so einer Computerarchitektur auf einem abstrakten Level haben wir eine Einheit, die Berechnungen durchführt. Den nennen wir auch den Core, den Computing Core. Und moderne Maschinen haben Dutzende dieser Cores. Und dieser Core hat sogenannte Register. Das sind kurze Datenbereiche einer bestimmten Größe, in die Sie Daten laden können, um dann Berechnungen zu machen. Wenn Sie also jetzt zwei Zahlen addieren wollen, dann müssen Sie erst diese beiden Zahlen in Register addieren, in Register reinladen. Dann können Sie die Addition ausführen in diesem Computing Core und dann wird das Ergebnis zurückgeschrieben in Register. So rechnet ein Computer. Also die ganze CPU, also alles, was hier passiert an Berechnungen, an Algorithmen, das muss irgendwie hier in diesem Kern plus den Registern passieren. So, jetzt ist aber das Problem, dass Speicher nicht beliebig billig ist. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Speicher und das Problem ist, je langsamer und je größer, desto billiger. Also wir haben jetzt, was wir machen in der Speicherhierarchie ist, wir haben hier verschiedene Schichten, verschiedene Arten von Speicher, die unterschiedlich groß sind und unterschiedlich schnell. Das heißt, was man hier macht, ist, man hat einen sogenannten L1-Cache oder L1-Speicher, der klein ist, aber sehr nah bei diesem Computing-Core. Da können Sie nur wenig reinspeichern. Ich sage gleich was zu den Zahlen. Und der ist aber sehr schnell. Da können Sie sehr schnell darauf zugreifen. Und dann haben Sie eine weitere Speicherschicht, der heißt L2-Cache. Der ist ein bisschen langsamer als L1 und der ist meist auch deutlich größer als L1. Ja, das dauert aber. Wenn ich hier jetzt was hinschreibe zu L2 oder aus L2 Ladienregister, das dauert ein bisschen länger, als wenn das schon in L1 wäre. Und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Prinzip setzt sich jetzt fort. Je weiter ich nach außen gehe, je weiter die Speicherschicht außen liegt, desto langsamer ist sie und desto größer. Bis hin zu Sachen wie Festplatten, SSD, Devices und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, ich habe jetzt zwei verschiedene Phänomene, die ich hier sehe. Je weiter ich weggehe von der CPU, desto größer ist die Kapazität der Speicher, den ich da nutzen kann. Aber desto länger dauert es auch, darauf zuzugreifen. Das ist die Access Time, die Zugriffszeit. Wenn ich auf irgendwas, Beispiel, ich will irgendwas in mein Register laden, was nur Festplatte ist, aber nirgendwo hier zwischendrin, das kann sehr lange dauern. Das ist Größenordnung meiner Festplatte zum Beispiel 5 Millisekunden. Wenn Sie sich überlegen, bei Taktraten von 3, 4 Gigahertz ist das eine irre Wartezeit. Umgedreht, und das ist das andere, was ich jetzt schon kurz erwähnt habe, sind die Kosten. Ja, die Kosten steigen ja, für diese verschiedenen Arten von Speichermedien. Ja, je schneller die sind, desto näher die an die CPU gebaut werden, desto teurer sind die.
Und ein wichtiger weiterer Punkt, der vierte Punkt, ist die Bandbreite. Bandbreite heißt, wie viel Daten kann ich auf einmal schicken? Ja, wie dick ist die Datenpipeline zum Core? Ne? Und da ist die Datenpipeline umso dicker, je näher ich dran bin. Ja, also diese aus L2 kann ich viel, viel größere Mengen Daten streamen an den Core, als ich das jetzt zum Beispiel von der Harddisk machen kann, im Allgemeinen. Genau, und wenn man sich jetzt anguckt, was passiert in so einer Hierarchie, ist das Folgende. Hier habe ich die Wartezyklen. Also wenn so eine CPU, die hat bestimmte Taktraten und bestimmte die heißen auch Zyklus. Ja? Jedes Mal ein Verarbeitungstakt heißt Zyklus. Und wenn jetzt ein bestimmtes Datenelement nicht im Register vorhanden ist, und dann muss es ja sein, um eine Verarbeitung zu machen, dann muss ich eine bestimmte Anzahl von Zyklen warten. Ja, wenn es jetzt im Register vorhanden ist, dann kann ich das direkt in einem Zyklus machen, ist alles gut. Wenn ich es aber aus dem L1 laden muss, dann brauche ich 4 Zyklen, nicht für die Berechnung, sondern zum Warten. Wenn das ein L2 ist, L3 und so weiter und so fort, dauert es entsprechend länger. Und hier sehen Sie schon, bei L3 bin ich bei ungefähr 60 Zyklen. Das variiert von Architektur zu Architektur, kann mal mehr weniger sein, aber das ist ungefähr die Größenordnung. Wenn es in keiner dieser Caches ist, sondern nur im Hauptspeicher, dann bin ich so bei 60 Nanosekunden, Milliardstel Sekunden. Wenn ich von Festplatte das holen muss, bin ich bei 5 Millisekunden. Und da könnte man jetzt denken, ja, das sind alles Zeiten, die nehme ich eh nicht wahr als Mensch. Ja, das ist alles egal. In meiner Wahrnehmung ist das alles so. Ja, für einen einzelnen Zugriff. Aber ja, so ein Computersystem macht typischerweise Millionen bis Milliarden einzelne Speicherzugriffe. Und das kann sich sehr schnell aufaddieren. Ja? Also wenn Sie für einen Zugriff machen sich keine Gedanken, für 2, 3, 4 und ein halbes Dutzend auch nicht. Aber wenn sich das dann aufaddiert in der Softwarearchitektur und Sie sehr, sehr viele Zugriffe haben, wo Sie jedes Mal ewig warten müssen, bis die Daten mal in die Register geladen werden, dann haben Sie verloren. Also es kann tatsächlich passieren, und das ist das große Problem von Big Data Systemen, wie lade ich die Systeme, wie lade ich die Daten schnell genug, effizient genug in meine Computerarchitektur. Also, die Speicherhierarchie. Und um Ihnen nochmal zu erläutern, wie irreführend diese Visualisierung ist. Das sieht man so in Textbüchern, diese Art der Visualisierung. Und das hat ein paar Probleme, weil man vergisst, was es für ein Riesenunterschied ist, ob ich auf Festplatte zugreife oder auf Main Memory. Oder ob ich auf L3 zugreife und in Memory. Das ist ein Riesenunterschied in Größenordnung. Gibt es eine schöne Analogie und die geht so. Stellen Sie sich vor, Sie wollen irgendwas aufheben, was auf Ihrem Schreibtisch ist. Ja, meinetwegen irgendein ein Stück Papier, was auf Ihrem Schreibtisch ist, wollen Sie hochheben. Und wenn wir das jetzt mal so justieren und sagen, okay, das sind 2 Sekunden. Also wenn ich Daten lade aus dem L1-Cache, das entspricht ungefähr 2 Sekunden. Das ist ungefähr so, wie hier so ein Zettel aufzuheben, wie von meinem Schreibtisch. Das Buch in der Hand und das dauert 5 Sekunden. Wenn ich das L3... Das ist von der Zeit, darauf zuzugreifen, dann 30 Sekunden. Ja, also ich muss den Gang runterlaufen oder ich muss in den nächsten Raum gehen, das holen und so weiter. DRAM, das ist wie wenn ich den ganzen Gang runterrenne, um mir meinetwegen Twix, heißt jetzt Twix, früher Rider, zu kaufen. Das dauert 1,5 Minuten. Ja, und die Spaßfrage ist jetzt, wie lange dauert es, wenn Sie noch nicht in die Folie geguckt haben, was aus von der Festplatte, also von der Festplatte, die mechanische Platten hat, die sich drehen, nicht eine SSD, guten alten Festplatten. Wie lange dauert es, Daten von der Festplatte zu laden, um in dieser Analogie? Und wenn Sie noch nicht in die Folien vorgeguckt haben, sind Sie eingeladen, darüber nachzudenken, was das für eine Zeit sein könnte. Eine wilde Schätzung in den Stream zu schreiben unter Lecture, wie lange das dauert. Also, in dieser Analogie haben wir diese gesehen. Und ich habe die Zeiten einfach mal alle länger gemacht. Ich mache jetzt eine Zeitlupe, habe das übersetzt. Wie lange dauert es in dieser Welt, Daten von der Festplatte zu laden? Ah, da kommen schon ein paar. 3 Stunden, 5 Minuten, 1000 mal DRAM, 1 Stunde nach China ein Buch holen. Nach China ein Buch holen, schreibt jemand. 1 Stunde. Ja, nach China ein Buch holen, das ist nah dran. Ich habe jetzt mal Hawaii genommen. Also als würden Sie zu Fuß nach Hawaii laufen. Das sind 7,5 Millionen Sekunden laufen, 86 Tage. Das ist der Unterschied. Und deswegen macht es ein System, die Daten von Festplatten laden müssen oder schreiben müssen, muss man sehr, sehr genau überlegen, wann man was schreibt oder liest, weil es halt so ein riesen Performance-Bottleneck sein kann und Probleme machen kann. Ja,
Genau, das sind nochmal die typischen Größen. Sie sehen riesige Unterschiede. Das ist auch schon ein bisschen veraltet. Das hängt auch in der Architektur ab, was da gibt. Also Hauptspeicher werden heute auch schon wieder größer. Es gibt natürlich auch Serverarchitekturen, die haben terabyteweise Hauptspeicher auf einer einzelnen Maschine. Das geht auch. Und Festplatten sind jetzt schon im zweistelligen Terabyte-Bereich verfügbar. Da wird es immer mehr verfügbar. Aber diese dramatischen Größenunterschiede gibt es weiterhin und die kann man auch visualisieren. Weil wenn man sich diese Zeichnung anguckt, dann denkt man ja, ja, dieser Flash-Harddisk ist so ein bisschen größer als Hauptspeicher. Ja, wenn man jetzt, ja, wenn man sich in die Falle reinrennt und denkt, ja, dass diese Flächen korrespondieren mit der Größe, dann ist das totaler Quatsch. Wenn man flächentreu das hinmalt, dann sieht es nämlich so aus. Das habe ich mal gemacht hier vor einer Architektur. Dann sieht man, aha, wir haben Faktor 8 Unterschied in der Fläche. Hier, hier zwischen L1 und L2. Faktor 256 zwischen L1 und L3. Und Faktor 500.000 zwischen L1 und DRAM. Und diese DRAM, das ist ja auch eine Scheibe. Das sieht halt gerade nur so aus, dass es keine Scheibe wäre, weil, ja, weil wir dafür weiter rauszoomen müssten. Ja, dann sieht es so aus, wenn wir weiter rauszoomen, dann sehen wir diese gigantischen Größenunterschiede. Und das wird oft vergessen. Und die Festplatte habe ich noch gar nicht gezeigt. Das ist also ganz wichtig. Die einzelnen Schichten dieser Speicherrichtung, die haben jetzt sehr ähnliche Aufgaben. Also das sind vier wesentliche Aufgaben, die eine Rolle spielen. Das eine ist, sie müssen Datenobjekte finden. Also wenn jetzt eine Anfrage kommt von oben, hey, hast du dieses Datenobjekt? Dann muss diese Speicherschicht, L2, L3, Hauptspeicher, was auch immer, in der Lage sein, zu sagen, ja, habe ich und das ist da, bitteschön. Oder es muss sagen, nee, habe ich nicht, sorry, frag wen anders. Das ist die Aufgabe 1, das ist die Lokalisierung von Datenobjekten. Dann die zweite Aufgabe ist das Cachen von Daten von tieferen Ebenen. Das sehen Sie auch in jedem Computersystem. Ja, sie speichern sich Sachen im Hauptspeicher, um schneller darauf zugreifen zu können. Ne? Und das Computersystem speichert sich Sachen im L3-Cache, um noch schneller darauf zugreifen zu können. Ne? Das nennt man Caching. Dann Datenersetzungsstrategien. Das heißt, irgendwann ist die Speicherschicht voll. Ja, da muss ich irgendwas rausschmeißen. Wie mache ich das? Wie entscheide ich, was in L3 bleiben darf und was rauskommt? Genauso im Hauptspeicher. Was darf im Hauptspeicher sein, was nicht? Irgendwann ist der Hauptspeicher typischerweise voll. Ich muss also eine Entscheidung treffen, was rausfliegt und was nicht. Das nennt man Ersetzungsstrategie, Replacement Strategy. Dann das Schreiben modifizierter Daten. Ja, falls jetzt irgendwas modifiziert wurde in der Speicherhierarchie, muss ich davon eine Kopie auf allen Layern machen, also auf allen Schichten machen oder auch nicht. Ja? Das gucken wir uns am besten nochmal an. Ja, also wenn ich hier irgendwo was jetzt geschrieben habe, stellen Sie sich vor, Sie haben im Register irgendwas verändert, einen Datenwert von 42 auf 43, muss ich mich entscheiden, schreibe ich das sofort durch bis ganz unten oder lasse ich es bleiben? Ja, wenn ich es direkt durchschreibe bis zur Festplatte, dann muss ich ja relativ lange warten, die 5 Millisekunden, die ich eben gezeigt habe. Und das ist eine sehr lange Zeit. Wenn ich jetzt für jede Änderung immer warte, bis es durchgeschrieben ist in der ganzen Speicherhierarchie, habe ich ein gigantisches Performance-Problem. Also bei Schreiboperationen ist es typischerweise so, dass man nicht das komplett durchschreibt, bis auf alle Ebenen der Speicherhierarchie. Da muss man sich gute Algorithmen überlegen. Genau, also das sind die vier Aufgaben, Tasks, die da eine Rolle spielen und woran man denken muss. Dann kommen wir jetzt zu dem Begriff, der da jetzt eine wichtige Rolle spielt und der heißt Distribution Independence in der Speicherhierarchie. Und das heißt im Grunde, wir haben keinen Zugriff oder wir sehen nicht, wie diese einzelnen Speicher, wie Teile des Speichers jetzt gecached und abgelegt werden in den verschiedenen Ebenen der Speicherhierarchie. Das wird vor uns versteckt. Der Computer macht das selbst. Ja? Das wurde schon sehr früh geprägt. In den 70ern gibt es da Artikel dazu, wo das beschrieben ist. Letztendlich heißt das in der Speicherhierarchie, alles, was zwischen CPU und Hauptspeicher passiert, das macht irgendwie die Hardware und das Betriebssystem, machen das irgendwie alles alleine. Da haben wir überhaupt keinen Zugriff zu. Also sie haben nicht die Möglichkeit zu sagen, jetzt lad doch mal die Daten in den L3-Cache. Mm-mm, haben sie nicht. Oder in L2, lad das mal ins Register. Das geht nur auf viel tieferen Ebenen. Das geht aber nicht als normaler Nutzer. Und das heißt Distribution Independence. Und was man aber dann sieht, ist, dass es irgendwann so einen Cut gibt. Und deswegen haben wir auf den meisten Systemen nur so eine partielle Distribution Independence. Und die heißt, dass zwischen gewissen Schichten haben wir Distribution Independence. Da sehen wir das nicht, das ist versteckt.
Aber bei anderen sehen wir wieder, wann wo was geladen wird. Ja, das ist das Beispiel, was ich eben hatte. Solange die Daten im Speicher sind, was immer das heißt, haben wir einen durchgehenden Adressraum. Ja, und ich weiß nicht, wo die Daten abgelegt werden. Sie sind im Speicher, vielleicht sind Teile aber auch in einem Cache abgelegt und so weiter und so fort. Und wir können die Daten adressieren, indem wir sagen, Position 42, gib mir mal das Byte, was da steht und so weiter und so fort. Aber im Gegensatz dazu, wenn es jetzt um Festplatten geht, um SSDs oder auch ums Netzwerk, dann gilt das auf einmal nicht mehr. Ne? Dann haben wir nämlich so Effekte wie, dass wir eine Verteilungs-, also eine Distribution Dependence, ja, also da die Verteilung der Daten über die Speicherhierarchie. Das heißt, hier können wir jetzt aktiv sagen, ob Daten aus der Speicherschicht Festplatte geladen werden können in die Speicherschicht Hauptspeicher. Und das kennen Sie aus dem Sprachgebrauch, wenn Sie sagen, let's load save that file. Sie laden eine Datei. Ja, das kann bedeuten, Sie laden eine Datei von Festplatte in den Hauptspeicher. Das kann das behaupten. Oder wenn Sie eine Änderung runterdrücken, dann heißt das, Sie speichern. Sie speichern eine geänderte Datei, das heißt eine Datei, die im Hauptspeicher jetzt sich befindet, speichern Sie auf eine andere Speicherschicht aktiv. Nehmen Sie sie speichern, save. Sie klicken dieses Diskettensymbol oder Command S oder irgendwas und das gespeichert. Und das passiert auf verschiedenen Ebenen der Speicherhierarchie. Im Internet zum Beispiel Let's Download. Ja, Sie laden es runter aus der Speicherschicht Netzwerk in die Speicherschicht Festplatte oder Hauptspeicher und so weiter und so fort. Ja. Oder von der Maschine, von Ihrem Laptop auf eine externe Festplatte. Ja, wenn Sie ein Backup machen, sagen Sie, let's make a backup on that external disk. Wir machen Backup auf dieser externen Festplatte. Das heißt, Sie kopieren aktiv Daten von Ihrem Laptop auf ein anderes Speichermedium. Ja, also da haben wir ja Zugriff auf diese Position der Daten, die Verteilung der Daten in der Speicherhierarchie. Und das haben wir nicht, wenn wir uns in diesen oberen Ebenen befinden, L1, L2, L3, Hauptspeicher. Das macht irgendwie die Maschine von alleine. Da haben wir nicht so wirklich Zugriff drauf, aktiv. Da kann man mit vielen Tricks arbeiten, lange Geschichte. Aber aktiv zu sagen, ja, jetzt speichere mal in L2, das geht so nicht. Das ist eine wichtige Unterscheidung, die man hier im Hinterkopf behalten muss. Wir haben uns über den Datenbankpuffer Gedanken gemacht. Das ist jetzt eine Softwarekomponente, die genau an dieser Schnittstelle sitzt, die also gucken muss, dass die Daten entsprechend geladen werden. Und also, ja, da ich halt aktiv eine Entscheidung treffen muss, was lade ich denn von Festplatte oder SSD in Hauptspeicher, muss ich so einen Datenbankpuffer haben. Und wie mache ich das? Das mache ich durch sogenannte Pufferersetzungsstrategien. Also so ein Puffer hat halt eine Methode, mit der ich nachgucken kann, ob ein bestimmtes Datum, nennen wir das, ein bestimmtes Datenobjekt, ein Item, Data-Item verfügbar ist. Und damit kann ich mit dieser Methode bekomme ich dann praktisch eine Referenz, also einen Pointer auf dieses Objekt zurück, wenn es denn existiert. Das ist die eine Methode. Die zweite ist, ich kann ein Datum laden, ja, was noch nicht vorhanden ist. Und die dritte Methode, wie eben schon angedeutet, evict heißt, ich kann auch was rausschmeißen. Ja, wenn kein Platz mehr ist in der Speicher, auf dieser Ebene der Speicherrichtung, kann ich was rausschmeißen. Beim Datenbankpuffer heißt das natürlich, dieser Datenbankpuffer, der verwaltet jetzt einen Teil des Hauptspeichers. Ja, und er muss gucken, was lade ich rein und was nicht. Und irgendwann ist voll, dann muss er sagen, evict, ich schmeiße wieder irgendwas raus. Das ist die Aufgabe von so einem Datenbankpuffer. Und Betriebssysteme haben ähnliche Mechanismen, um halt zu entscheiden automatisch, was geladen wird, was behalten wird und was nicht. Ja, und der Datenbankpuffer macht das ganz ähnlich hier an dieser Stelle. Also, was hier passieren kann, ist, dass wir, was ein Datenbank typischerweise macht an der Stelle, ist unsere Data Items, die Objekte, die ich durch die Gegend schiebe mit dem Datenbankpuffer, das sind Seiten der Größe 4 Kilobyte. Also so ein Haufen Daten, ein Haufen Bytes, der Länge 4 Kilobyte und da ist irgendwas drauf. Und an dieser Stelle mache ich mir keine Gedanken darüber, was da drauf ist. Das passiert auf höheren Ebenen der Software, sondern hier werden einfach nur 4 Kilobyte Seiten durch die Gegend geschoben. Und das heißt, wenn ich jetzt eine Menge von Seiten habe, eine Menge dieser Stücke, dann hat jede dieser Seiten eine ID, eine eindeutige Zahl und ich kann jetzt sagen, hier gib mir doch mal die Seite 42. Und dann muss der Datenbankpuffer in der Lage sein, mir eine Referenz auf diese Seite zu geben. Beziehungsweise, wenn ich load,
42 sage, dann muss die Seite, die hier irgendwo auf der Festplatte wohnt mit der ID 42, muss die geladen werden können. Und bei Evict heißt das natürlich dann, dass ich für so eine Seite jetzt festlegen muss, ob die ersetzt, also ob die rausgeschmissen wird aus dem Puffer, ja oder nein. Ja? Und nur falls die und dann gibt es halt noch, das eine ist, ich kann die einfach rausschmeißen, aber es kann natürlich das passieren, was wir eben schon hatten in der Speicherhierarchie. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier ein Stück, Sie haben hier eine Seite geladen, die sitzt hier im Hauptspeicher und die wurde aber verändert. Das heißt, Sie haben ja hier zwei Kopien der Seite. Stellen Sie sich vor, dass Folgendes passiert. Die Seite ist auf der Festplatte. Die wird geladen in den Hauptspeicher vom Datenbankpuffer. Irgendwann fließt sie hoch in der Speicherhierarchie zur CPU, da wird irgendwas geändert auf der Seite. Das heißt, Daten auf dieser Seite wurden geändert. Das heißt, Sie haben jetzt hier im Hauptspeicher eine neuere Version der Seite, als Sie sie hier auf der Festplatte haben. Wenn Sie jetzt diese Seite einfach rausschmeißen aus dem Datenbankpuffer, weil kein Platz mehr ist, dann gehen ja die Änderungen verloren. Das dürfen Sie nicht machen. Das heißt, bevor Sie die Seite rausschmeißen, müssen Sie die geänderte, neue Version der Seite runterschreiben auf Festplatte. Erst dann wird alles gut. Dann geht es weiter. Das ist hier an dieser Stelle wichtig. Also muss man aufpassen. Man kann nicht einfach Seiten rausschmeißen, wenn die geändert wurden. Dann muss man die vielleicht erstmal noch runterschreiben. Und es gibt verschiedene Strategien, was diese Puffer machen. Also das sind sogenannte Ersetzungsstrategien, Replacement Strategy auf Englisch. Und das heißt, die haben so Namen wie Least Recently Used. Das heißt, ich ersetze das Daten-Item, in diesem Fall ist es die Seite, wo es am längsten her ist, dass es benutzt wurde. Also used the longest time ago. Das ist die eine Option, die ich habe. Oder ich nehme das, also das ist eine sehr, sehr oft benutzte Strategie, die in vielen Szenarien sehr gut funktioniert. Oder first in, first out. Das heißt, ich das Datum, wo es am längsten her ist, dass es geladen wurde, also nicht benutzt, sondern laden ist jetzt hier der Unterschied. Das wird rausgeschmissen. Und das ist genau das, was Sie in jeder Supermarktkasse sehen. Sie stellen sich eine Schlange an, ja, und der zuerst angekommen ist in der Schlange, der ist auch als nächstes zuerst dran. Ja, jede Warteschlange ist praktisch ein FIFO, First in, First Out. Jede Queue nennt man das auch, im Englischen Warteschlange, folgt diesem Prinzip. Das ist eine Strategie, die nur in Spezialfällen gut funktioniert. Das ist in Supermarktsituationen klar, aber in einem Datenbankpuffer ist das meist nicht so die beste Strategie. Least Frequently Used, das ist eine andere interessante Strategie. Und hier wird das nicht nur auf die Zeit geguckt, sondern wird geguckt, wie oft wie oft wurde ein bestimmtes Datum benutzt. Und hier schmeiße ich jetzt nicht das raus, was am ältesten ist, sondern das, was am wenigsten, used the least, das am wenigsten zugegriffen wurde von oben in der Speicherhierarchie. Das schmeiße ich raus. Unter der Annahme, dass auf die anderen wird viel öfter zugegriffen, die anderen sind wichtiger in diesem Sinne und deswegen sollte ich die anderen wichtigeren Datenelemente behalten. Das sind wichtige Strategien hierfür. Und da gibt es auch ein Notebook dazu, da wollen wir mal ganz kurz reingucken, das kurz rüber kopieren. Also da haben wir mal eine Klasse, ich glaube, die habe ich noch nicht ins CMS hochgeladen, das mache ich gleich noch. Das ist so eine Idee von einem Puffer skizziert in Python. Das heißt, ich habe jetzt objektorientiert eine Buffer-Klasse geschrieben. Ich habe ja verschiedene Methoden, wo bestimmte Items geladen werden, wo sie rausgeschmissen werden, wo ich einen Zugriff kriege auf ein bestimmtes Datum und so weiter und so fort. Und wenn ich das jetzt mal loslaufen lasse, dann habe ich hier mir eine Instanz erzeugt, so einen Puffer. Ich gebe hier als Parameter, übergebe ich hier die maximale Puffergröße. Macht Sinn, ja? Wenn ich sowas wie eine Eviction, also eine Ersetzungsstrategie fahren will, dann muss ich natürlich ein Limit haben. Also 3 werden geladen, da passiert nichts. Bis dahin ist alles gut, aber ab dem dritten Element muss ich irgendwas machen. Wir machen hier am besten nochmal das hier sauber, damit Sie da nicht verwirrt werden mit den Ausgaben. Also was ich jetzt mache ist, ich initialisiere den Puffer und dann sehen Sie hier, aha, jetzt habe ich das Element 10 an diesen Puffer drangehängt. Und so kann ich jetzt immer weitere Ladeoperationen aufrufen. Wenn ich jetzt die 11 lade, dann sieht mein Puffer so aus. Ja, wenn ich jetzt auf die 1 zugreife, dann sehe ich, dass das nicht vorhanden ist. Und so kann ich jetzt hier gucken, was passiert, wenn ich bestimmte Ladeoperationen
ausführe. Ja, also wenn ich jetzt die 10 lade, dann wird die hier sogar doppelt geladen. So konnte man sich überlegen, ob das in einer echten Implementierung Sinn macht, ja? Also mit demselben Key. Aber Sie sehen insbesondere, dass an bestimmten Stellen jetzt evict gerufen wird. Also der Puffer erkennt jetzt, dass wenn ich hier die 11 lade, nochmal, dann ist das Ding voll, dann muss er irgendwas ersetzen und so weiter und so fort. Ja? Also typischerweise sollten diese Keys jetzt nicht mehrfach vorkommen. Man sollte ja sich einheitliche Keys überlegen. Hier wird einfach ein Integer jetzt übergeben, der den Wert 11 hat und einen Wert 10. Das heißt, wenn ich zweimal zwei verschiedene Integer übergebe, die beide den Wert 11 haben, dadurch entsteht hier so ein bisschen die Verwirrung. Also wenn man das nicht macht, dann sieht man hier das Prinzip. Also es ist ein Puffer, der Integer verwaltet. Ja? Und die Integer können natürlich die gleichen Daten haben. Deswegen entsteht hier zweimal die 10. Ja? Das sind zwei verschiedene Integer, die aber die gleichen Daten haben, zufälligerweise. Deswegen entsteht das hier. Aber das Wichtige ist, wenn Sie neuen Integer laden, dann muss Platz gemacht werden, muss was rausgeschmissen werden. Und das passiert hier durch evict. Hier wird jetzt ein Item entfernt, dann ist wieder Platz, dann habe ich wieder Länge 2 und wird das neue dran gehängt. Das ist der wesentliche Mechanismus, den Puffer macht. Und Sie sollen jetzt in der Übungsaufgabe diese Woche mal selber eine andere Ersetzungsstrategie implementieren. Das ist eine der Aufgaben des Übungsblatts für diese Woche. Das heißt nicht, wie hier implementiert LRU, sondern andere Strategien, um damit mal zu spielen und zu sehen, wie diese Strategien funktionieren. Genau, so viel dazu. Wir müssen jetzt wahrscheinlich im Interesse der Zeit, jetzt rennen wir wirklich aus der Zeit raus wegen dem Crash, ein bisschen kürzen. Ich glaube, das lasse ich mal weg. Das lassen wir auch mal weg. Also was uns im Weiteren der Vorlesung interessiert, ist dieser Datenbankpuffer. Die anderen sind transparent, wie gesagt, implementiert. Also pufferähnliche Mechanismen, wie sie jetzt bis von dem Computing Core über L1, L2, L3 bis zum Hauptspeicher implementiert sind, macht die Hardware. Das lernen Sie später im Studium vielleicht mal. Wir gucken uns hier, uns interessiert jetzt im Kontext von Datenbanken der Datenbankpuffer. Ja? Und das ist eine domainspezifische Implementierung, so ein Puffer, speziell mit dem Hintergrund, okay, wir wollen Datenbanksysteme unterstützen. Man kann das auch auf andere Art und Weise implementieren, so machen das Betriebssysteme. Wir gucken uns jetzt die Datenbankvariante an. Und was ich da noch zeigen will, ist ein anderes Notebook. Da gehen wir nochmal hin. Wo ist es hin? Da unten ist es hin. Genau, und das habe ich auch schon verlinkt. Das ist nochmal, um zu motivieren, was wir eigentlich heute auf den Folien gesehen haben, will ich nochmal so ein bisschen zeigen als Notebook. Das ist auch schon verlinkt im CMS. Und was wir hier machen, ist das Folgende. Ich habe hier einfach so ein paar Funktionen geschrieben, Dummy-Funktionen, Mockup-Funktionen, die eine Berechnung simulieren. Ja, so eine Berechnung im Computer, die kann unterschiedlich aufwendig sein. Das lernen Sie dann später in der theoretischen Informatik. Da redet man von unterschiedlichen Komplexitäten, Komplexitätsklassen von Berechnungen. Und die habe ich hier mal simuliert. Ja, also natürlich steckt dahinter ein anderer Algorithmus. Typischerweise macht man was Komplexeres. Das ist nur, um diese Laufzeit zu simulieren. Und da habe ich hier eine Funktion geschrieben, die einfach nur zwei Zahlen miteinander multipliziert. Da kommen i und j rein, die werden miteinander multipliziert. Das ist alles. Ja? Das ist konstanter Aufwand, wie wir das nennen, für diese Operation. Da muss eine Multiplikation durchgeführt werden. Okay, da müssen diese Parameter noch an die Funktion übergeben werden, zurückgegeben werden. Alles gut. Letztendlich der Rechenaufwand ist nur diese eine Multiplikation. Das ist ein konstanter Aufwand. So, jetzt kann man sich andere Funktionen bauen, die mehr Aufwand haben. Hier habe ich einen Parameter n. Und eine Funktion. Ich übergebe eine Funktion als Funktionsparameter. Ja? Und die kann ich dann ganz normal benutzen. Und was ich hier jetzt sage, ich führe diese Funktion, die ich hier übergeben habe, n mal aus. Das heißt, ich lasse hier eine Schleife laufen, die n Iterationen durchführt. Und in jeder Iteration wird dieser Wert von i, also die Zahlen von 0 bis n-1, werden hier übergeben an die Funktion, die macht irgendwas damit, gibt einen Wert zurück und das addiere ich hier auf. Das hat einen ungefähr linearen Aufwand. Das heißt, ich habe n, also n viele Aufrufe dieser Funktion. Eine Variante davon ist eine Funktion mit quadratischem Aufwand. Hier sehen Sie, die Anzahl der Berechnungen war ja hier abhängig von einem n. Ja, n bestimmt die Anzahl der Berechnungen linear.
Wenn ich jetzt aber noch eine zweite Schleife hier hinschreibe, also zwei Schleifen Schachtel, die beide bis n gehen, habe ich quadratischen Aufwand. Das heißt, diese Funktion, die innere Funktion, wird quadratisch oft gerufen. N Quadrat ist die Anzahl der Aufrufe dieser inneren Funktion. Das heißt, ich habe eine quadratische Laufzeit. Je größer ich n wähle, desto mehr geht das durch die Decke in Parabelform. Und eine weitere wichtige Klasse von Laufzeiten, die man dann bauen kann, ist n log n. Also ich habe, das ist die Anzahl meiner Aufrufe und das simuliere ich folgendermaßen. Ich habe eine Funktion, die bis n läuft und eine zweite geschachtelte Funktion, die bis zum Logarithmus von n läuft. Und das, wenn ich die beiden ausmultipliziere, habe ich dann natürlich n mal log n als Laufzeit. Ja? Und das ist wieder intern ist wieder diese Funktion, die aufgerufen wird. Also das ist meine Funktion, die ich habe. Und was ich jetzt noch, in Anbetracht der Zeit, lasse ich schon mal hier das laufen, was ich laufen lassen will. Das läuft ein bisschen. Jetzt habe ich noch eine weitere Funktion gebastelt und die macht das Folgende. Weil alle Funktionen, die ich oben gezeigt habe, die machen ja irgendwie was, die machen eine Berechnung, die machen irgendwas im Computersystem, ohne auf Festplatte zuzugreifen. Jetzt habe ich noch eine weitere Funktion geschrieben, die macht das Folgende. Die greift auf eine zufällige Position in einer Datei zu. Ja, die greift irgendwie auf die Festplatte oder auf die SSD, was auch immer im Computersystem drin ist, und simuliert einen Zugriff auf diese Speicherschicht. Ja, das ist also im Grunde ist das auch ein konstanter Aufwand, den ich hier treibe. Das heißt, ich habe hier nur einen Zugriff. Das wird hier in Python mit dieser Notation gemacht. Was ich hier mache, ist, ich erzeuge mir eine Art Zufallszahl. Das kann man auch besser machen. Ich weiß, da gibt es extra Bibliotheken für. Ich sage hier einfach, ich nehme mal die Quadratzahl, modulo die Länge der Datei und das ist eine Zufallszahl. Und dann will ich dieses Byte lesen an dieser Position. Und lese, also ich das ist mein Startbyte, ich gehe an diese Position, das ist mein Anfang. Und dann lese ich 4096 Bytes, also genau eine Seite von dieser Position. Das ist jetzt nicht Seiten genau, es ist kein Alignment, wenn Sie schon mal Alignment gehört haben, aber das spielt hierfür jetzt keine große Rolle für dieses Experiment. Sie werden gleich sehen, worauf ich hinaus will. Und dann gebe ich hier noch das zurück, was ich gelesen habe und so weiter und so fort. Aber der wesentliche Effekt gegenüber dieser Funktion, die wir oben hatten, hier habe ich eine Multiplikation ausgeführt, konstanter Aufwand. Hier mache ich jetzt so einen Zugriff auf die Festplatte, auf die SSD. Das hat auch konstanten Aufwand, aber einen wesentlich höheren konstanten Aufwand, weil ich halt auf diese Speicherschicht zugreifen muss. Und wenn ich das jetzt mal durchmesse, das habe ich jetzt hier im Hintergrund gemacht und der ist jetzt schon durchgelaufen. Das heißt, ich habe mir jetzt verschiedene Methoden überlegt, die ich messe. Ich habe immer eine äußere Funktion genommen, ja, also diese Schleife, zusammen mit einer inneren Funktion, die gerufen wird. Das ist dieser Funktionsparameter, der oben steht. Ne? Wenn Sie sich daran erinnern, wir haben immer diesen Funktionsparameter. Das heißt, wenn ich jetzt eine bestimmte Methode durchmesse, muss ich zwei Funktionen definieren. Ich muss sagen, ich nehme diese äußere Funktion und nehme irgendeine innere Funktion, zum Beispiel foo. Das gibt mir ein Paar. Ich muss zwei Funktionen spezifizieren. Das mache ich jetzt hier an dieser Stelle, indem ich mir hier Funktionspaare definiere. Und hier habe ich jetzt einmal dieses normale foo mit der einfachen konstanten Multiplikation. Und dann habe ich das einmal mit diesem Zugriff auf Festplatte. Dann habe ich hier dieses logarithmische Loop-Log und dann habe ich noch Nested Loop. Und dann kann ich mir die Laufzeiten einfach mal angucken, indem ich n variiere. Das mache ich jetzt hier mit dieser Range-Funktion. Wir fangen von 100 an, gehen bis 10.000 in 500er Schritten. Das ist mein n. Ja, und dann messe ich hier einfach hier mit diesen Konstrukten die Laufzeit. Mehr mache ich da nicht. So, und jetzt, diese Daten habe ich mir jetzt abgelegt in einer bestimmten Form. Wir können es auch mal zeigen, wie das aussieht. Habe ich mir in so eine Liste geschrieben. Das sind jetzt die ganzen Messzeiten und das ist schon etwas dringende Empfehlung. Wenn Sie messen, machen Sie es immer so, dass Sie die komplette Information in so einen Tupel mit einkodieren. Das heißt, hier steht jetzt immer die äußere Funktion, die ich gemessen habe, die innere Funktion. Das ist das n und das ist die Laufzeit, die ich beobachtet habe. Ja, habe ich jetzt einen langen Kladderadatsch an Daten. Ich glaube, es wird ja auch abgebrochen. Irgendwo wird gar nicht alles gezeigt. Und die will ich mir jetzt natürlich visualisieren. Das mache ich wieder mit Altair, hatte ich am Anfang schon mal gezeigt. Und da sehen Sie das Folgende. Sie sehen, ich habe auf der x-Achse n skaliert, variiert. Hier auf der y-Achse trage ich die Zeit ab.
habe ich schon reingescannt und hier reingezoomt und hier sehen Sie jetzt die verschiedenen Methoden. Das erste, was wir mal abhandeln können, ist diese Nested-Loop-Funktion. Da sehen Sie, es hat eine sehr hohe Laufzeit. Es geht hier durch die Decke. Ne? So eine Parabel, wie Sie es aus dem Schulunterricht der Mathematik kennen, das geht jetzt, wird jetzt hier beliebig teuer, quadratische Kosten in Abhängigkeit von n. Das ist eine relativ unspektakuläre Kurve. Was jetzt aber interessanter ist, erstmal, wir sehen nur drei Kurven. Die Frage ist, wo ist denn die vierte hin? Na, da müssen Sie ein bisschen reinzoomen und dann sehen Sie, die vierte liegt hier drunter. Ja, also dieses einfache, diese Funktion mit linearen Kosten versus die Funktion mit den linear-logarithmischen n log n Kosten, das ist fast kein Unterschied für so kleine n. Also das, wenn ich das n log n, also wenn ich den Logarithmus noch drauf multipliziere, das ist natürlich noch ein bisschen ein kleiner Faktor, der hinzukommt, aber der macht hier keinen großen Unterschied in der Laufzeit. Die sind fast identisch. Ne? Für so kleine n sieht man da kaum Unterschied. Wenn ich so weit rauszoome in dieser Darstellung, sehen wir also, dass hier das fast die gleiche Kurve ist. Das Interessante ist jetzt diese orangene Kurve, wo ich ja im Grunde eine konstante Kosten habe. Also im Grunde von der Komplexität, von der Anzahl der Operationen, die durchgeführt werden, habe ich genauso viele Operationen in meinem Modell durchgeführt. Natürlich muss ich für diese I.O. mache ich noch ein paar mehr Operationen. Aber im Grunde vom Modell, was dahinter steht, vom Laufzeitmodell, ist das auch eine konstante Ausführungszeit. Ja? Genauso konstant wie hier. Nur der Witz ist, die Konstante ist so viel höher. Ja? Sie, wenn Sie jetzt die orangene Kurve angucken und vergleichen mit dieser blauen Kurve, die ja so ganz dicht nur bei dieser Nulllinie liegt, dann sehen Sie, okay, das sieht auch aus wie eine Gerade, geht aber hier komplett durch die Decke, ist am Anfang sogar teurer als diese quadratische Funktion, ja, schneidet hier diese quadratische Funktion und hat hier aber extrem hohe Ausführungskosten. Ne? Also da sehen Sie schon, hier kommen jetzt auf einmal Zeiten ins Spiel, die nicht an der Berechnung selber liegen, an dieser konstanten Zeit, die ich erwarten würde, wenn ich nur CPU-Operationen im Hinterkopf habe, sondern das sind auf einmal Zeiten, die ja entstehen in einem Computerprogramm durch viele I/O-Zugriffe, die relativ viel Zeit kosten. Ja, und das nochmal hier unten, wenn man sich das anguckt und mal visualisiert, dann sieht man hier, dann kann man auch ausrechnen, nur mal ganz kurz der Vollständigkeit halber, was der Unterschied ist zwischen diesen beiden Kurven, das ist hier ein Faktor 2000, am Anfang noch mehr, 5000, hier habe ich nur abgetragen, was der Unterschied ist, dieser zusätzliche I/O-Aufwand. Also es ist ein gewaltiger Wert, gewaltiger Overhead, der entstehen kann durch I/O. Und das ist die wesentliche Message der heutigen Vorlesung, dass Sie vorsichtig sind mit I/O-Operationen im Data Science, Artificial Intelligence, Big Data Bereich, wenn die Daten groß werden oder wenn Sie sehr viele Zugriffe haben auf das Speichersystem, dann können Sie mit diesen Zugriffen Ihre Performance komplett in den Keller ziehen. Ja, das war es dann auch von meiner Seite für heute. Die anderen Folien lasse ich immer weg, können Sie sich noch angucken. Da geht es im Grunde nochmal darum, dass man so eine Speicherhierarchie auch nochmal komplexer machen kann, durch eine aufbauen kann, dass man in einer Schicht Sachen dupliziert. Es gibt dann Computersysteme, die haben mehrere Computing Cores und die haben dann nochmal eine eigene L1 und L2 Schicht und so weiter und so fort. Lassen wir das mal weg. Die wesentliche Message für heute ist, mit I/O muss man ein bisschen vorsichtig umgehen und Datenbanken helfen Ihnen, mit I/O umzugehen. Ja, da machen wir nächste Woche weiter. Wir gucken uns dann noch ein paar mehr Fragestellungen für Google Maps an. Das war es von meiner Seite. Sorry nochmal für die Unterbrechung. Mein Laptop ist ganz übel abgestürzt. Ich musste neu booten. Aber zum Glück war der Stream noch online. Dann konnte ich mich wieder verbinden mit dem Stream. Machen Sie es gut. Wir sehen uns spätestens am Montag um 10.15 Uhr wieder. Ich bin jetzt noch im Discord-Audio-Chat verfügbar. Bis dann.